Aber wir können wieder in die Eingangshalle. Hier stand ja, es steht Wohnzimmer drauf. Wir könnten ins Wohnzimmer mal gucken. Dann haben wir den jetzt schon mal nämlich aus dem Inventar raus. Und hier geht's weiter, aber nicht raus. Da brauche ich auch einen Schlüssel. Ach so, das müssen wir. Da ist die, dafür brauchen wir die drei Köpfe. Ich weiß gar nicht, habe ich hier alles nachgeguckt? Es ist vorbei, Junge. Nein! Ah, du! Was setze ich denn jetzt ein? Die? Oder die andere? Hätte ich jetzt R1 gedrückt. Schieß auf mich, schieß auf mich, schieß auf mich. Er hat mich halt wieder so zu Tode erschreckt. Aber okay. So, wir gucken jetzt mal, ob wir ins Wohnzimmer kommen. Eigentlich müssten wir da hinkommen, hier durch. Jo, jetzt wohnt's. Als ob das einen Hundekopf bringt. Wie cool. Dann haben wir schon zwei Hundeköpfe. Nice, cool. Kann man die vertauschen, die Plätze so? Nee, schade. Ich würde die nämlich gerne hier unten nebeneinander hin tun. Ja, aber das Gute ist. Ja, guck mal, den Hundekopf vom Zerlegungsraum. Und wir haben schon den blauen und den weißen. Heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall Zerlegungsraum, weil da der letzte ist. Ich denke mal, ich habe hier alles, ne? Meine Fre... Ja. Hey, was? Was ist das hier? Hey, ich will nicht. Der kommt halt wirklich immer wieder so schnell zurück. Wo muss ich denn jetzt hin? Vorratskammer. Wie komme ich da hin? Vor allen Dingen, ich habe keine Munition mehr. Er geht da nicht durch. Komm, geht da durch. Das ist auch der hier. Was? Dafür brauche ich so einen Krähenschlüssel. Da! Oh, ist das eine Waffe? Guck mal, was haben wir hier denn?
Warum liegt hier eine antike Münze? Was haben wir da denn noch? Flintmunition, die mir nichts bringt. Cool. Der Dietrich ist halt auch weg. Ich will das kurz abspeichern. Weil ich habe schon ziemlich viel geschafft. Deswegen. Oh Mann. Was ist das hier? Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Muss an dem Mist liegen, den sie mir reinwürgen. Wenn ich schon draufgehen muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen, die ich im Freizeitraum gesehen habe. Die werden noch bereuen, was sie mir angetan haben. Du musst hier rauskommen. Ich liebe dich, Courtney. In Liebe, Travis. Freizeitraum? Wo ist der Freizeitraum? 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 Da war ich schon drin. Oh, Zimmer der Großmutter. Stimmt, da waren wir drin, aber konnten nicht dahin. Cool, dann wissen wir ja jetzt, wie wir die Flinte bekommen. Die holen wir uns. Sofort holen wir uns die. Die wird uns einiges erleichtern. Hehe. Zack. Okay. Ich wette, der Typ kommt jetzt sowieso. Ich weiß zwar nicht, wie wir den killen wollen, aber. So, da brauchte ich eine Schlange. Da brauche ich Schlange ins Kinderzimmer. Ja. Aua. Was soll man gegen ihn ohne Munition machen? Ich verstehe es nicht. Das ist doch unmöglich. Och Mann. Jack kann mit Konventionen nicht getötet werden. Ist am besten, ihn ins Wanken zu bringen und wegzulaufen. Ja, und dann können Sie sich die Flinte beschaffen. Wow. Das weiß ich auch. Cool, jetzt starte ich hier immer hinten, wo ich gespeichert habe. Eigentlich gar nicht so schlecht, weil sonst. Ich weiß nicht, wie viel ich denn wieder gemacht. Wie viel ich dann nochmal machen müsste. Aber dass ich halt echt. Ich habe halt hier nur Flintenmunition, ne? Ich kann mir auch keine Munition machen. Ich kann. Nichts kann ich machen. Hey, eben war der doch hier. Hey, er ist nicht immer da? Das ist interessant. Defekte Flinte, ja, und damit können wir uns die normale holen. Wow. Ich bin es leid, die ganzen Scheißer immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der
Zerlegungskeller. Zerlegungsraum im Keller. Ja, aber das weiß ich schon. Ich habe ja schon fast alle. Wieso kann ich keine. Die Flinte nimmt so viel Platz weg. Ich brauche aber Pistolenmunition. Was haben wir da noch? Flintenmunition. Liebe Mrs. Becker. Baker, nicht Becker. Wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weiteren Tests zu unterziehen. Crawford Lang oder Long Lang. Allgemeines Krankenhaus Dalwich. Was machen wir jetzt? Schmeißen wir irgendwas weg? Kann ich eigentlich nicht. Muss ich ja. Muss ich ja. Ich denke mal, das habe ich gelesen. Ich denke aber auch, hier lag nichts mehr. Ja, lustig. Und wie soll ich das jetzt machen? Hä, was kann ich da jetzt machen? Müssen die das so kompliziert machen? So, die Münze können wir halt sowieso. Hallo? Darüber tun. Die auch vielleicht, ich weiß nicht. So, das ist die funktionierende und das ist die defekte. Die Frage ist, wie stark ist die? So, wollen wir jetzt noch wieder was mitnehmen? Was habe ich da jetzt? Ich könnte noch dieses Psychotonico mitnehmen, aber ich weiß nicht. Eigentlich brauche ich es nicht, oder? Brauchen wir noch den Skorpionschlüssel?
Da brauchen wir Krähe. Hier oben brauchen wir Schlange und da Schlange. Und hier unten brauchen wir Schlange und einen normalen. Aber es wäre ärgerlich, wenn ich ihn denn nicht dabei habe, wenn ich ihn denn doch brauche. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hin muss. Hier lang brauchen wir einen Schlangenschlüssel. Da ist ja nichts. Unten vielleicht? Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Resident Evil 7 Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.